Gehen. Fuck, 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 ey, ist das hart? Ist das hart jetzt gerade? Oh, scheiße, wie geht der? Also so Zeug liegt auch sehr selten oben. Na, muss man sagen, Bandagen oder Painkillers findet man extrem selten. Also im Vergleich zu DayZ findet man das hauptsächlich. Waffen findet man immer sehr schwer. Aber hier findet man ja wirklich nichts, womit man sein Leben so gut regenerieren kann, beziehungsweise auch Essen. Essen ist jetzt schwierig. Ist gerade richtig hart für uns. Oh, das regt mich jetzt auf, dass wir jetzt hier doch noch so am Arsch sind, wegen dieser... Ach du Kacke. Achtung. Ist aber nur so ein Stinker, den kann ich auch um Katana ahnen. Ich laufe schon mal weiter Richtung... Obwohl, ich bleib hier, falls es was schief geht. Oh, sind das zwei? Oh, zwei. Wow, okay, one shot. Ist weg. Ja. Oh. Warte, warte, ich schlag ihn, save deine Muni. Alter, wie er die hinterher hoppelt. Ah, klopft er mich ja noch, der Penner. Okay, ich bin Level 5. 370. Okay, fuck. HP. Ich hab 270. Hoffentlich kann man da überhaupt was zu essen kaufen. Also ich bin mir sicher, wir haben es vorhin gesehen, man kann Zeug kaufen. Ja, man kann Essen kaufen. Ja, doch, es geht. Scheiße. Wir kreuzen den Weg von einem Dicken, wenn wir jetzt weiter geradeaus laufen. Wo ist der? Links, rechts? Ich sehe ihn nicht. Der ist vor uns, weiter hinten. Da hinten hüpft. Ja gut, dann lass. Wir müssen eh ein bisschen nach links laufen. Oh Gott. Wie viel hast du noch? 300? 350. Okay, ich hab 255. Komm schon, wir schaffen das. Wir sind taffe Jungs, Slawn. Oh, Ferkel. Mich hat irgendwas gesehen. Dicker? Nee, ein kleiner. Kleiner Penner, der mir hinterher rennt. Sollen wir einfach weiterlaufen? Weiter, solange uns nicht attackiert. Oh, ich höre Schüsse. Was ist das? Weg. Vielleicht erschreck dich ein bisschen. Ich gehe hier ins Gebäude rein. Davon leuchtet was? Shit, 158, das Vieh hat mich einmal geschlagen. Dann nimm lieber die Bandage. Hab ich. Was liegt denn hier rum? Ich bin bei dir im Gebäude nicht. Bro Max, das ist irgendwas zu essen. Ist was zu essen, stopf sie rein. Ich hab wieder 250. Okay. Hunger ist jetzt erstmal kein. Ich verliere jetzt erstmal kein Leben mehr. Komm mit. Ah, wenn wir jetzt für dich noch was zu essen finden würden, ey, dann hätten wir nicht diese Hektik. Aber wir sind jetzt eh gleich da. Okay. Wahrscheinlich hat deswegen auch einer geschossen. Scheiße, der hockt dann da irgendwo. Da vorne ist schon der Ding. Eieiei, also das ist ja wirklich ganz bremslich gerade. Ich komme, dass wir jetzt noch erschossen werden. Hier hat gerade eben einer mit Schalldämpfer-ähnlichen Sachen geschossen, oder? Man hat es doch genau gehört. Na gut, das war eine 9mm Pistole. Achso, 9mm. Glaube ich schon, das war eine Standard. Ja, ich glaube, ich habe ihn gesehen, links von uns, hinter dem Bus. Spieler. Ja. Genau, der war ganz gut. Ich habe die Pumpe, 10 Schuss. Was, du hast 10 Schuss? 10 Schuss mit meiner Pumpgun. Wir sind jetzt eh gleich da vorne ist der Eingang vom Outpost. Okay. Da? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ah, da. Ich bin hinter dir. Okay. Wie viel hast du? 209, ich renne jetzt rein. Fuck, ab hier muss ich langsam machen, kein Rennen mehr. Komm du auch geschwind rein, bevor dich noch einer abknallt. Okay, ich bin drin. Ich kaufe mir jetzt sofort was zu essen. Dann verkaufe ich auch mal meinen Kram, die Uzi brauchen wir eigentlich nicht mehr, die haben wir jetzt beide. Ja. Warte, ich gebe dir zuallererst mal, nachdem ich was gegessen habe, etwas zum, bei Items, yes. Gucken, wie viel die Uzi wert ist. Sell. Ah, ich glaube $10 oder sogar ein bisschen mehr. Krass, ey, wie wenig die wert ist. Sell, dieses komische Kissen oder was das ist. Auch nochmal $10, jetzt habe ich 34. Die Pistole mit 8 Schuss behalte ich, glaube ich. Ja, behalte die. So, guck mal, ich gebe dir jetzt was, womit du Kohle machen kannst gleich. Achso, ich weiß aber nicht, ob das dann sein Ding verändert, wenn ich es auf den Boden schmeiße. Guck, ich habe hier eins, das muss man hier abgeben, ne? Beim blauen Trader. Also bei dem da. Und letztes Mal war es bei mir so, ich war beim anderen Outpost, wollte das abgeben, war schon am Outpost, da wo man hoch muss, ne? Um geschützt zu sein. Und wurde unten von einem Viech gebissen. Dann habe ich mein Zeug wieder aufgehoben, dann hat das die Destination verändert. Jetzt habe ich Schiss, wenn ich es da hinschmeiß, dass es dann nicht mehr für hier ist, weißt du? Ja, gib's ab. Ich habe jetzt erstmal
Bei mir ist alles okay erstmal. Okay. Hier kann man Essen kaufen? Ja. Bei der Tante hier? Nee, da einfach wieder im normalen Inventar eben. Ah ja, genau, okay, dann gehe ich mal hier auf Essen. Ich habe ja jetzt 34 Dollar, vielleicht langt das schon für irgendwas. Ja, Essen kostet nur 5, 25, 20 oder 25. So, schauen wir mal, was gibt's hier Schönes? 15 kosten Chips. Oh, ist aber teuer. Bei mir fängt's bei 15 echt an und wird teurer. Was? Scheiße, teuer der Kram. Jetzt habe ich was für dich, das gebe ich dir jetzt aber dann gleich hier noch, bevor wir losgehen. Das ist nämlich für Lakeside, da gehen wir dann gleich hin. Ist jetzt Lakeside immer noch befallen, da wo wir gerade eben wieder herkamen, oder ist das, Da schon 44 Ach, Minuten. Scheiße, weil wenn man auf die Map geht, steht plötzlich keine Zeit mehr da. Das ist scheiße. Okay, Moment mal, ich schaue hier gerade. Das ist ja Punktewert, ne? Oder sind das auch Dollars? Diese Rucksäcke für 750 und 1500? Ich glaube einfach, wenn nur eine Zahl da steht, kannst du es kaufen. Aber wenn manchmal sind so goldene Kügelchen da, das ist, glaube ich, so Währung, die du eben kaufen kannst für echtes Geld. Hier so eine coole Maske. Aber was wird das abgezogen? Was sind diese Punkte? Was denn? Diese Punkte, was sind das für Punkte? Wo, welche Punkte? Da, wo nichts steht, wo einfach nur die Zahl steht. Wo sehe ich das in meinem Konto? Goldene, oder was? Wo wird das Goldene? Nee, nicht das Goldene, nur die Zahl. Wo wird das abgezogen? Das ist einfach nur dein normales Spielgeld. Nur die Und wo sehe ich das? Ich habe da nur 34 Dollar, da kann ich wieder nichts für 4000 kaufen. Ja, wenn du auf Kaufen drückst, steht wahrscheinlich, es geht nicht, oder? Achso, weil du gesagt hast, das sind normale Sachen, die ich mir schon kaufen kann. Achso, nee, also... Okay, da habe ich das falsch verstanden. Alle Dinge, wo der Preis praktisch normal dasteht, kannst du dir kaufen, wenn du genug Geld hast. Und wenn aber diese goldene Münze mit dabei ist, dann braucht man wahrscheinlich diese Besonderwährung halt. Hier. Dann hole ich mir einfach zwei Chipspackungen. Obwohl. Für 15 Dollar. Man könnte... Das ist hier unten auch angezeigt. Ja, ich hole mir jetzt auch... warte, ich gebe dir noch was zum Verkaufen. Guck mal, siehst du mich? Du musst es doch gleich direkt aufheben, dass es der Homongolo nicht weg aufhebt. Achtung! Ja, okay. Ich schmeiße die Zigarettenpackung hin, die ich gefunden habe. Schön. Sehr gut. Der wollte schon holen, okay. Das Miles, der Fingerrichter. Weg mit dir, Smiley. Die kannst du einfach dort verkaufen, die gibt auch ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, wie viel. Das bringt sogar Level, wenn du irgendwas verkaufst, ne? Ich bin jetzt Level 5. Also nice. Glaube ich. Guck mal, wie weit wir jetzt doch gekommen sind, ne? Ich bin jetzt Level... Wo steht mein Level? Vorhin kam Level 6 oder Level 7 sogar. Also? Holden? Aber das bringt 70. Mal gucken, was am meisten bringt. Wenn ich zweimal... Das bringt 50. Restore 50 Hunger. Das bringt 70. Das heißt, 30 Dollar würden 100 bringen. 100% Essen? Oder? Achso, ach du mein... Ich muss mir gerade ausrechnen, was am meisten bringt. Geld und dingmäßig, wie viel das regeneriert. Die Chipspackung regeneriert 50 Hunger. Ja, heißt es dann 50% oder einfach nur 50? Wie viel Hunger hat man denn insgesamt? 1000? Oder? Sind es 1000 oder was? Ich denke 1000. Alles bezieht sich, denke ich mal, auf 1000. Boah, das ist ja krass, ey. Kannst du ja vergessen. Dann gibt's Canned Food, das bringt 70, kostet aber 5 mehr. Was ist das? Das bringt... Aber regeneriert auch Stamina. Stamina? Stamina. Anka, Kartoffel. Ich wohne in... Und der Energy Drink, was bringt der? Der bringt 60. Auch. Ich glaube, ich bleib bei den Chips. Kaufe ich mal zwei Stück. Guck gerade. Diese graue Munition dafür, die Snipe. Ich hab jetzt ein bisschen was davon abgelegt. Ich habe jetzt nur 10 Schuss mit oder so. Ich guck gerade hier, meine Gauge kostet 250. Eine 12 Schuss kostet 250 Dollar. Boah, Mann, wie soll man... Also, da müssen wir diese Kästchen abgeben. Ich gebe dir gleich mal einen Kasten, aber dieser Smiles steht vor uns. Der wird den dann wegnehmen. Ich muss den dir woanders geben. Ja. 9mm Ammo wird nur 100 Dollar kosten. Wie viel Schuss? Für die Pistole. Ich glaube 10 oder 12 Schuss. Aber ich habe ja jetzt 8 Schuss für die Pistole und dann nochmal für meine Pumpgun 10 Schuss. Also ich habe für die Snipe jetzt 8 Schuss. Ich denke 8 Schuss reichen, ne? Wann werde ich mal dazu kommen zu snipen, denke ich. Dann habe ich für die Uzi 55 Schuss. Das ist richtig fett. Und dann noch das Katane. Aber ich glaube, der Spaten hier, der wird jetzt gleich ein Problem. Der hängt voll an uns dran. Der hat eine Pump, noch irgendwas, keine Ahnung, was er hat. Nee. Ich würde sagen, wir machen jetzt sowieso mal ein Aufnahmepäuschen. Wir sind die nächste Post, ist ja jetzt wieder 40 Minuten gesperrt. Stimmt, ja. Weil ich habe jetzt bestimmt schon wieder knapp 2 Stunden aufgenommen. Ich hasse die Platte voll auf, der ist wie ich mein. Na jo, ich wieder hasse Loft. Gehen wir mal hier ins Zelt rein und beim nächsten Mal geht es hier weiter. Ich finde es cool, dass wir überlebt haben. Also vorhin sah es kurz aussichtslos aus, aber...
Die Brothers haben es wieder mal geschafft. Ja, das haben wir echt geil gemacht, wirklich. Haben wir gut gemacht. Okay, gut. Dann beenden wir mal die Folge hier in diesem schönen Zeltchen.